willkommen, und zwar will ich euch was Neues zeigen, was Season 5 vor der Tür stehen wird, und zwar der Loading Screen von Summoner's Rift. Das habe ich im Internet gefunden, habe schon zahlreiche Bilder gesehen und Videos, und dann dachte ich mir, hey, wieso zeige ich sie euch einfach nicht? Und dann werden sie jetzt gleich eingeblendet. Und ja, ich würde mich echt freuen, wenn das auch wirklich passieren wird, dass solche Loader-Screens da noch reinkommen. Und jetzt blende ich sie euch ein und viel Spaß beim Schauen. So, und hier sind wir schon beim Loader-Screen. Und das wird höchstwahrscheinlich auch der Loader-Screen sein, der kommen wird, vermute ich mal. Weil das der einzig sinnvollste ist, den ich da so sehe. Die anderen sind zwar auch cool, aber jetzt nehmen wir es erstmal kurz auseinander. Links ist ein Chatfenster. Dort kann man schreiben mit seinem Team, was man nochmal für Strategien vorhat. Jetzt sieht man halt die ganzen Sachen nochmal. Da kann man sich ja nochmal besser absprechen. Gerade im Solo-Queue ist das richtig cool. Dann über den Chatfenster sieht man nochmal die Map. Dort kann man sogar hinpingen, so wie ich das anscheinend sehe. Oder dort sieht man nochmal seine Position. Aber ich denke mal, man könnte vielleicht da nochmal rumkritzeln. Keine Ahnung. Oben drüber dann nochmal, was es ist. Es ist 5 vs 5, also Ranked. Dann oben nochmal, welche Map. Und dort sehen wir jetzt nochmal hier die Champions. Und dort sieht man, ob sie connected sind oder nicht. Beim Ausrufezeichen und grau sieht man, aha, er ist noch nicht connected. Dann wird der Ladebalken so sein, dass sich die Leiste langsam füllt. Und dann Farbe, also dass der Charakter farbig wird, damit du meinst, ah, er ist fertig mit Laden. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Unten ist das, natürlich auch das gegnerische Team. Und ja, und oben drüber nochmal, wie viel insgesamt geladen wurde von der Gesamtgruppe, also von den 10 Mitspielern, die da am Laden sind, genau. So, und hier kommen wir schon zur nächsten Summoner's Rift Ladescreen. Wie ihr gesehen habt, ist Summoner's Rift animiert. Und dann kommt das Versus. Und dann sehen wir die einzelnen Charaktere, die gerade am Laden sind. Und das Besondere hier dran ist, es ist alles animiert. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das hat bestimmt einer bearbeitet, vermute ich mal. Aber die Idee ist schon ziemlich nice, ist ziemlich nice, muss ich schon sagen. Und hier kommen wir zur dritten und letzten Summoner's Rift Ladescreen. Und zwar ist auch schon wieder animiert. Rechts oben steht drauf, was es ist, Ranked. Und die Map. Und man sieht da noch eine Besonderheit. Es blendet sich der Charakter kurz weg und dann steht drauf, was er ist. Da sehen wir es bei Knar kurz nochmal. Zack, Diamond, was er dabei hat. Flash und Ignite. Ziemlich cool gemacht. Zudem sehen wir auch noch bei den Charakterbildern rechts ganz klein der Ladebalken. Hier sehen wir es jetzt nochmal, wie langsam die da langsam hochsteigen. Und da weiß man einfach, ob er geladen hat. Und ja, bei Disconnect, das kann ich euch jetzt leider nicht sagen, sieht man hier ja leider nicht. Aber das wird, denke ich, grau sein und das Bild wird sich nicht bewegen, denke ich mir mal. Dann noch was ganz Wichtiges. Rechts sieht man noch einen kleinen Chat, wo man schreiben kann. Das ist mir anfangs nicht aufgefallen, aber hier sieht man es nochmal. Rechts, wie sie dort schreiben, wie cool der Ladescreen ist. Und ja, das war es jetzt aber auch wirklich von allen drei Loader-Screens. Ich denke mal, dass das erste Bild realistisch ist, dass es auch kommt. Von den anderen zwei denke ich eher weniger, dass das kommen wird, weil es einfach zu viel Aufwand ist für den Loader-Screen. Ich denke nicht, dass sie das machen werden. Aber insgesamt die drei Konzepte von einem Loading Screen finde ich ziemlich nice, muss ich echt sagen. Und würde mich freuen, wenn eins von diesen dreien kommen wird.
Also ich hoffe es echt sehr. Wir sind nämlich alle drei ziemlich nice. Und es war's auch schon. Bis zum nächsten Mal, euer Darkhill. Und teilt das Video bitte weiter, wäre nicht schlecht. Gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns. Bye. Schaut das nächste Mal wieder vorbei, wenn es heißt Bonsai, wenn es heißt Gameplay und allerlei im Videoformat. Und das war's von dem Lording Splash Art.